Durch die Gleichung y ist gleich x² plus qx plus 4 ist für q Element R eine Parabelschar p in Abhängigkeit von q festgelegt. Bestimme die Werte für q, wenn die Gerade y gleich 2x plus 6 Tangente ist. Schauen wir es uns einer Skizze an. Hier ist die, das Koordinatensystem. Und jetzt, je nachdem welchen Wert dieses q annimmt, können auch die ganzen Parabeln anders aussehen. Zum Beispiel für q gleich 0 könnte die Parabel so aussehen oder im Prinzip so, beziehungsweise so, oder auch auf die andere Seite rüber, meinetwegen so. Zusätzlich gibt es noch eine Gerade g mit y ist gleich 2x plus 6. Die sieht ungefähr so aus. So, jetzt soll man die Werte für q bestimmen, für die diese Gerade g gleichzeitig Tangente ist. Also, wir haben hier eine Beziehung zwischen Tangenten und Geraden und da hat man sich mal fest kennengelernt, dass es genau drei Möglichkeiten gibt, wie eine Gerade zu einer Parabel liegen kann, nämlich mit zwei Schnittpunkten, dann ist es eine Sekante, mit einem Schnittpunkt oder einem Berührpunkt, dann ist es eine Tangente und mit null Schnittpunkten, dann ist es eine Passante. Wir suchen also den Fall, für den wir genau einen Schnittpunkt bzw. einen Berührpunkt haben. Und da haben wir mal kennengelernt, dass es abhängig ist von der Diskriminante. Das heißt, wenn die Diskriminante 0 ergibt, dann haben wir eine Tangente vorliegen. Wir machen also nichts anderes, als den Schnittpunkt von der Parabel mit der Geraden g zu bestimmen. Und das funktioniert wie folgt. Wir nehmen die Parabelgleichung x² plus qx plus 4 ist gleich. Und das muss gleich sein mit der Geradengleichung, also 2x plus 6. So, wir haben eine quadratische Gleichung. Um das lösen zu können, brauchen wir die Lösungsformel für quadratische Gleichungen und dafür natürlich auch die Diskriminante. Voraussetzung hierfür ist, die quadratische Gleichung muss auf einer Seite gleich 0 sein. Das heißt, wir schaffen das auf die linke Seite rüber, also mit minus 2x minus 6. Und dann folgt in der nächsten Zeile x² plus qx. Ich sortiere jetzt gleich ein bisschen, minus 2x und 4 minus 6 ist minus 2, ist gleich 0. So, für die Diskriminante würde ich noch einen weiteren Schritt empfehlen, nämlich aus diesen beiden Summanden hier das q ausklammern. Das sieht dann wie folgt aus, plus, wenn ich hier das x ausklammer, nicht das q. Wenn ich hier das x rausnehme, bleibt noch ein q übrig. Wenn ich hier das x rausnehme, bleibt noch ein minus 2 übrig. Also klammern q minus 2 mal x und hinten da noch minus 2 ist gleich 0. So, das hat eigentlich diesen Sinn, wenn ich jetzt die Diskriminante bilde mit b² minus 4 mal a mal c, dann muss ich ja hier a, c und b, a, b und c zuordnen. Der Faktor a ist immer der Faktor vom x². Das b ist jetzt immer das vom x und das ist jetzt eben dieser Teil hier in Klammern. Das ist in der Zeile drüber vielleicht etwas schwerer zu sehen. So, und c ist die Zahl ohne x. Also setzen wir ein. D ist gleich b², also q minus 2 in Klammern zum Quadrat, minus 4 mal a, da kein Faktor vom x Quadrat steht, ist a gleich 1 und c ist minus 2. So, vereinfachen. Hier haben wir eine binomische Formel, löst sich wie folgt, erster zum Quadrat minus 2 mal erster mal zweiter, 2 mal 2 sind 4 und dann nochmal q dazu und minus 2 zum Quadrat sind plus 4. Minus 4 mal 1 mal minus 2 sind plus 8. Also haben wir hier stehen q² minus 4q und 4 plus 8 sind 12. So, jetzt haben wir gerade gesagt, eine Tangente liegt dann vor, wenn die Diskriminante 0 ist. Also gehen wir jetzt hierher und in diesem Fall sagen wir einfach ganz frech, dieser Teil hier muss 0 ergeben, dann ist es eine Diskriminante. So, daraus ergibt sich nämlich jetzt eine neue Gleichung, nämlich diese hier. Q² minus 4q plus 12 muss 0 sein. Wir haben wieder eine quadratische Gleichung. Zwar jetzt haben wir kein x mehr mit drin, aber das ist vollkommen egal, weil wir haben ja das q mit drin. Ob das jetzt x ist oder q, spielt keine Rolle. Gelöst wird es immer wieder gleich, nämlich quadratische Gleichungen werden mit Hilfe der Diskriminante und der Lösungsformel gelöst. Und stellen wir wieder auf, Diskriminante b² minus 4 mal a mal c, nur aufgepasst in diesem Fall, jetzt nicht die obere Gleichung nehmen hier, sondern von dieser neuen Gleichung hier. Also, ich mache jetzt hier mal so einen Trennstrich rein. Ab hier geht es im Prinzip vom Neuen los. B Quadrat sind in dem Fall minus 4 zum Quadrat. Minus
4 mal a ist der Faktor vom q² diesmal, also mal 1 und nochmal c ist mal 12. So, das kann jeder Taschenrechner ausrechnen. 16 minus 48 sind minus 32. So, Obacht, die Diskriminante wird an dieser Stelle kleiner als 0. Was bedeutet das? Es gibt in diesem Fall kein q, für das diese Gerade g gleichzeitig Tangente an einer dieser Parabeln ist. Also können wir hier an dieser Stelle gleich schreiben, g kann keine Tangente sein. Ja, das kriegen wir jetzt aus der Diskriminante raus, weil die kleiner ist als 0 und damit nicht lösbar. Woran kann das jetzt liegen? Wenn wir uns nochmal hier die Grafik, die Skizze anschauen. Wir haben hier diese ganz vielen Parabeln. Und wenn man das anschaut, es wird eine höchste Parabel geben. Also keine dieser Parabeln ist zum Beispiel höher als diese da. Ja, alle anderen sind irgendwie tiefer. Kann man gerne mal einsetzen, einfach mal ein paar Zahlen für Q einsetzen und gucken, was kommen da für Parabeln raus. Stellt man fest, es gibt keine höhere als diese da. Und jetzt verläuft die Gerade G drüber. Das heißt, diese Parabeln können nie überhalb dieser Geraden G sein. Folglich sind diese ganzen Parabeln immer Sekanten zu dieser Geraden G und demnach kann es einfach keine Tangente geben. Und das kann man eben hier schön aus dieser Diskriminante herauslesen und auch nichts weiter rechnen. Das heißt, an der Stelle sind wir jetzt fertig.